Schön, dich zu sehen. Willst du mitkommen? Lastenradladen angucken? Ja, gerne. Renn mit dir. Okay. Mach's dir bequem. Los geht's. So, wir fahren dann mal hier zum Mehringhof Fahrradladen in Kreuzberg rein. Ein Urgestein der Berliner Lastenradszene. Inzwischen gibt es eine ganze Menge spezialisierter Lastenradläden hier in Berlin. Das ist großartig. Anders als in vielen anderen Städten haben wir hier eine total tolle Auswahl. In Frankfurt und Hamburg ist das natürlich inzwischen auch schon der Fall. So, jetzt ein kleiner Test. Wird ein bisschen ruckelig. Bauarbeiten im Innenhof. Aber kein Problem für das Lastenrad. Jetzt wird es auch ein bisschen eng. Der Christoph fällt allerdings in die andere Richtung. Und Sand. Hoppa! Jetzt muss ich tatsächlich abschneiden. Hier ist ein Huppel. Du kannst ja mal zeigen, wo wir gerade lang gefahren sind, Christoph. So ein Huppel ist mit einem dreirädrigen Lastenrad und ordentlich Gewicht drin dann natürlich schon ein kleines Hindernis. Hier in den Kellerräumen ist der Mehringhof Fahrradladen. Das ist der Jakob. Guten Morgen. Guten Morgen. Und hier im zweiten Hinterhof stehen die schicken Lastenräder vom Mehringhof Fahrradladen. Die schauen wir uns mal an. Ja, hier haben wir eine ganze Bandbreite. Beengte Verhältnisse wegen Baustelle im ersten Hinterhof. Aber was man gut sehen kann, erstmal so für den groben Überblick, es gibt dreirädrige Modelle ohne Neigetechnik, das Christiania, ein ganz großer Klassiker. Hier der Mehringhof Fahrradladen ist der Deutschlandvertrieb vom Christiania Bike aus Kopenhagen. Damit fing vieles an bei der Renaissance der Lastenräder für Familientransporte, Kindertransporte. Inzwischen gibt es andere dreirädrige Lastenräder, wie hier das Chike mit einer interessanten Neigetechnik. Die können wir mal vorführen. So. Jetzt sieht man es richtig, wie sich das in die Kurven neigt. Neben den dreirädrigen Rädern gibt es natürlich die einspurigen. Das ist hier der sogenannte Typ Long John, also vorne eine tiefe, lange Ladefläche für zwei Kinder. Oder hier war beim Urban Arrow, kann vorne auch noch eine Kinderbank rein, dann hat man drei Kinder. Wahlweise kann man auch eine Babyschale einklicken. Das gilt eigentlich für die meisten. Hier die Modelle, die wir hier sehen. Ich muss gerade mal gucken. Fast alle haben sie E-Antrieb. Das ist nicht motorisiert. E-Antrieb macht bei Lastenrädern natürlich besonders Sinn, weil es um besonders schwere Lasten geht. Ne? Also man kann Lastenrad auch ohne E-Antrieb fahren. Das ist günstiger, muss man sich nicht um Akku und die ganze Technik kümmern. Mache ich zum Beispiel. Ich würde da alles eher nur vergessen und es ist mir ein bisschen zu nervig mit der Technik. Außerdem bin ich ein sportlicher Fahrertyp und bin jetzt froh, hier so einen einspurigen Flitzer wieder zu haben, seitdem meine Kinder endlich selber Fahrrad fahren können, worauf ich sehr, sehr stolz bin. Weil eigentlich ist das Ziel ja, dass die Kinder möglichst schnell selber Fahrrad fahren lernen. Und bis sie das können, sind die Lastenräder eine klasse Alternative für 1, 2, 3, manchmal sogar 4 Kinder. Christoph, hast du eigentlich mal eine Frage? Dann schieß los. Ich habe gehört, dass man auch eine Förderung bekommen kann für Lastenräder. Gibt es in vielen Kommunen und auch Bundesländern, selbst vom Bund. Vom Bund allerdings nur für gewerbliche Schwerlasträder mit E-Antrieb, also wirklich ganz große. Hier in Berlin ist angekündigt eine Kaufprämie. Wann sie kommen wird, weiß man nicht. Ich würde jedem empfehlen, nicht auf Kaufprämien zu warten, sondern wenn der Bedarf da ist, ein Lastenrad zu nutzen, kauft es eher früher als später. Ihr ärgert euch später über jeden Monat,
denen ihr kein Lastenrad hattet. Weil wenn man es erstmal hat, man fährt es, man ist begeistert. Vor allen Dingen die Kinder sind begeistert. Auch in Hessen ist eine Kaufprämie auf Landesebene angekündigt. Und in Hamburg soll es sie ab Spätsommer wieder geben. Aber wie gesagt, diese Kaufprämien werden sehr schnell vergriffen sein. Und nachher guckt man vielleicht in die Röhre und ärgert sich, dass man nicht schon viel früher zugegriffen hat. Nichtsdestotrotz sind Kaufprämien natürlich ein wichtiges Instrument, mehr Leute auf das Thema Lastenräder hinzuweisen und den Markt weiter in Schwung zu bringen. Testen, testen, testen. Weil Lastenrad ist nicht gleich Lastenrad. Also allein hier, man könnte denken, okay, die haben alle irgendwie zwei Räder und vorne eine Kiste. Die fahren sich alle unterschiedlich. Alle haben spezielle Vorteile und auch Herausforderungen. Und man muss einfach genau gucken, was für Wegstrecken habe ich, was für ein Fahrertyp bin ich. Also bin ich so ein Hollandrad-Fahrertyp. Ne? Das sind hier so die drei Räder, die wir hier stehen haben. Das hier, das Bullet, das ist dann schon wieder was Sportliches. Das ist eine ganz andere Sitzposition. Ist dynamischer vom Fahren, passt allerdings dann auch weniger rein als zum Beispiel hier in diesen Urban Arrow. Und, oder will ich nicht irgendwie was Dreirädriges, wo ich noch komfortabler, zum Beispiel an der Ampel gar nicht absteigen muss, wo ich 3, 4 Kinder reinpacken kann und noch einen Einkauf. Oder soll es ein Dreirad sein und mit dynamischer Lenkung, also mit Neigetechnik, muss man sich genau überlegen, will ich lange Strecken fahren, würde ich eher was Einspuriges nehmen, habe ich so oft nur so kurze Kiezrunden, ist man mit dem Dreirad auch gut bedient und da hilft nur testen, testen, testen und im Fachhandel beraten lassen, wo man echt auch so eine Auswahl hat und mal viel fahren kann. Dann natürlich klar, wo stelle ich es ab? Habe ich einen engen Hinterhof, wo ich irgendwie Treppen hoch muss? Schwierig mit einem Dreirad. Kann ich es auf der Straße abstellen? Anschließen, unbedingt. Teures, gutes Schloss mit besorgen, unbedingt. Wenn ich wenig Platz habe, Treppen hoch muss, kann man auch ein leichtes, kompaktes Lastenrad sind eine tolle Alternative. Gilt übrigens auch für die Mitnahme in der Bahn. Die Bahn hat da leider ihre Regeln angezogen, dass sie Lastenräder offiziell ausschließen, hat aber keine festen Maße angegeben. Das heißt, es gibt kompakte Lastenräder, einspurige Lastenräder, die sehr gut in der Bahn, sogar im ICE mitgenommen werden können, weil sie in die Halterung passen. Vorher unbedingt Ticket buchen, Fahrerticket. Regionalbahnen bundesweit ganz unterschiedlich in den Ländern geregelt, muss man sich informieren. Aber da ist man natürlich im Bahnhof, aber auch in der Bahn mit einem kompakten Lastenrad viel besser bedient, genauso wie beim Parken, wenn die Platzverhältnisse herausfordernd sind. Genau, es gibt auch extra Fahrradgaragen, ne? Da gibt es auch Hersteller, die in verlängerter oder verbreiterter Form speziell auch für Lastenräder anbieten. Wenn man den Platz dafür hat und einem das wichtig ist, kann man auch in die Richtung gehen, um Lastenrad sicher abzustellen. Berlin, der Berliner Senat, hat einen Regelplan Lastenradparken veröffentlicht. Das kam im Zuge auch des ganzen Parkchaos mit den Scootern, mit den, ne, die jetzt hier die Städte geschwemmt haben, dass man das regulieren wollte. Und in dem Zusammenhang hat man auch einen Regelplan für Lastenradparkplätze in Berlin erlassen. Und der Bezirk Neukölln hat an 4 Stellen solche Lastenradparkplätze auf ehemaligen Autoparkplätzen. Das heißt, eigentlich gibt es die nicht. Überall, wo ein Auto parken darf, darf auch ein Fahrrad und ein Lastenrad parken. Aber hat die speziell mit Bügeln versehen und einem Schild, hier sind spezielle Lastenradparkplätze. Das gibt sicher Stellen, wo viele Lastenräder vorkommen, wo das sinnvoll ist. An anderen Stellen macht es natürlich wenig Sinn, wenn man kaum Lastenräder hat oder nur ab und zu eins, speziell Parkplätze für Lastenräder auszuweisen, weil das Charmante an einem Lastenrad ist ja auch, dass man parken kann, direkt am Ziel parken kann und da keine großen Einschränkungen hat.
Und es macht andersrum keinen Sinn, wenn da Parkplätze für Lastenräder reserviert sind, dann normalen Radfahrern das Parken ihrer Fahrräder dort verboten wird, sonst kein Platz ist. Also da muss man genau gucken, wo das Sinn macht. Aber ja, das ist ein Thema und das wird mehr und mehr kommen, dass wir speziell ausgewiesene Parkplätze für Lastenräder, aber auch für Fahrräder mit Anhänger und andere Spezialfahrräder haben. Wichtig in Bahnhöfen natürlich, Fahrradparkhäusern an Bahnhöfen, dass es einen Bereich gibt, wo Fahrräder mit größeren Dimensionen abgestellt werden können und sich nicht in irgendwelche vorgefertigten Abstellanlagen für die klassischen Fahrräder zwängen müssen, weil sie da einfach nicht reinpassen. Wo kann ich mich denn als Familie, jetzt wo die Velo-Events nicht stattfinden, über Lastenräder informieren? In den spezialisierten Lastenfahrradläden natürlich. Also wie gesagt, Berlin, Hamburg, Frankfurt gibt es eine sehr gute Auswahl an Läden, die auch dann diverse Modelle wie hier im Mehringhof Fahrradladen in Berlin haben. Ich will jetzt nicht alle aufzählen, aber es sind jeweils so 3, 4, in die man in den Städten auf jeden Fall gehen kann. Und in kleineren Städten wird es dann natürlich ein bisschen dünner mit dem Angebot. Es gibt aber auch zunehmend klassische Fahrradläden, die auch 1, 2 Lastenräder mit ins Programm nehmen. Und dann natürlich online auch umschauen. Auch auf meinem Blog habe ich verschiedene Lastenradhersteller, die mich da immer mal wieder mit einem Banner supporten. Die sind alle schön aufgelistet auf meinem Blog. Auch darüber hinaus gibt es natürlich weitere spannende Lastenradhersteller. Mein Blog ist cargobike.jetzt übrigens. Also einfach da auch umschauen. Auf meinem Blog gibt es auch einen bundesweiten Überblick über Lastenradkaufprämien. www.cargobikekaufprämien.jetzt gibt es eine eigene Domain. Ja, was ist sonst noch wichtig beim Thema Lastenräder? Babyschalen, glaube ich. Viele Lastenräder sind erstmal konzipiert für die Kinder, die selber sitzen können. Ne? Da ist ganz wichtig, dass die gut eine gute Rückenbank haben, gute Anschnallgurte und, was wir jetzt hier bei den Rädern nicht sehen, ein Regenverdeck. Ne? Also ich habe am Anfang selber in meiner Family den Fehler gemacht, ach komm, Regenverdeck, das ist jetzt echt ein bisschen teuer noch. Aber man merkt das sofort, wenn die Kinder das erste Mal im Regen oder im Schnee sitzen oder im Wind und schlechte Laune kriegen, wir haben sehr schnell ein Regenverdeck nachgekauft. Also ganz wichtige Sache. Trotzdem bleibt eine kritische Zeit, auch für mich war das eine kritische Zeit, ein Jahr kein Fahrradfahren, weil die Kinder noch nicht sitzen können. Das war eine lange Leidenszeit. Da gibt es inzwischen viel Fortschritt mit ganz interessanten Babyschalenhalterungen, also die ganz klassischen Maxi-Cosi und sonst was, Dinger, die man aus dem Autobereich kennt. Da gibt es Klickvorrichtungen auch für Lastenräder. Leider haben wir jetzt hier an den Rädern keine montiert, aber die kann man standardmäßig mitkaufen an den vielen Lastenradmodellen. Da würde ich mich auf jeden Fall erkundigen, weil das ist so eine Befreiung, Fahrrad fahren zu können mit einem kleinen Kind und nicht immer mit dem Kinderwagen nur einen kleinen Radius zu haben. Noch ein spannendes Thema ist natürlich, wenn man sich als Familie ein Lastenrad kauft, gehören meistens mindestens 2 Erwachsene dazu, die Kaufentscheidung treffen, die vielleicht nicht unbedingt dieselbe Körpergröße, denselben Fahrstil, dieselben Vorstellungen und Wünsche an ein Lastenrad haben. Und da muss man natürlich gucken, dass man zu zweit eine gemeinsame Lösung findet. Oft ist es so, der oder die eine ist ein bisschen sportlicher unterwegs und will ein bisschen schneller fahren. Die neigen dann zu was Einspurigem, Sportlichem. Der oder die andere hätte gern gemütlicher so auf dem Dreirad sitzen, nicht absteigen müssen und so, vermeintlich sicher oder tatsächlich sicherer. Oft ist das auch nach Mann, Frau klassisch getrennt, muss es aber nicht, es kann auch umgekehrt sein. Also es gibt keine Gründe, die dagegen sprechen, dass auch Frauen auf einem sportlichen, flinken, einspurigen Lastenrad großen Fahrspaß haben und sich sicher fühlen mit Kindern. Da immer testen. Und wenn man sich partout nicht einigen kann,
auch bei mir in der Familie war das so, nach einiger Zeit musste das Zweitlastenrad her. Der Trend zum Zweitlastenrad. Genau, Christoph, noch eine Abschlussfrage. Was haben wir noch? Was glaubst du, wie wird sich der Lastenradmarkt und das Angebot in den nächsten Jahren entwickeln? Was ist der Trend? Oh, es wird spannend. Also wir haben jedes Jahr neue spannende Hersteller. Allein die Geschichte hier von dem Chaik, was hinter uns steht. Auf einmal standen die auf der Eurobike da. Zwei Brüder, keiner hat von denen vorher gehört. Dann standen sie da mit einem perfekten Lastenrad und waren der Renner der Messe. Solche Geschichten gibt es total viele. Es sind oft zwei Brüder oder ein Cousin und ein Onkel, die sich denken, hey, ich bin doch Ingenieur, ich habe jetzt Elternzeit oder habe gerade ein Kind gekriegt, ich will das geilste Lastenrad bauen überhaupt, und da kommen ganz tolle Sachen bei raus. Anders ist es zum Beispiel mit dem Versuch von VW, ein Lastenrad auf den Markt zu bringen. Das haben die vor anderthalb Jahren, haben die einen Cargo-Bike-Prototypen vorgestellt mit viel Tamtam. Letztendlich kaum fahrbar das Ding, man hat jetzt lange nichts davon gehört. Trotzdem, VW ist auch auf das Thema angesprungen, wir können gespannt sein, ob da auch nochmal was passiert. Also es ist eine ganze Spannbreite von ganz kleinen, aber auch großen Unternehmen, die in die Cargo-Bike-Branche eintreten, weil der Markt sehr schnell wächst. Da ist viel Dynamik drin und wir brauchen diese Räder für die Verkehrswende. Sie füllen eine Lücke zwischen dem normalen Fahrrad und dem Auto. Das Auto muss aus den Städten eh mehr oder weniger verschwinden. Und dafür brauchen wir die Cargo-Bikes im privaten wie auch im gewerblichen Bereich. Wir haben jetzt vor allem über private und Familientransporte geredet, aber auch im gewerblichen Bereich tut sich total viel. Der Radlogistikverband Deutschland hat sich gegründet. Wir haben riesige Lastenräder mit 300 Kilo Zuladung, Paketzustellung im Lastenrad. Alles Themen, die total im Kommen sind. Und die Modellvielfalt wächst und das Spezialequipment, sei es für den Kindertransport, sei es für andere Sachen, nimmt zu. Also da ist noch nicht der Entwicklung Ende und es ist ein total spannender, dynamischer Markt. Danke, Arne. Gute Fahrt allerseits.